Wolfgang Wolf am Ball. Gestern am Tag nach dem Hinspiel versprüht der Coach Gelassenheit, Optimismus, Zuversicht. Die Stimmungslage ist eigentlich gut. Ich bin überhaupt nicht enttäuscht. Ich bin auch, habe der Mannschaft heute auch mein Kompliment ausgesprochen. Wenn man so lange nicht gespielt hat, so ein Spiel anzugehen, ja, gegen die Widrigkeiten des Wetters und das Wissen, dass wir 90 Minuten noch nicht in den Knochen haben, hat die Mannschaft ein wirklich starkes Spiel über 90 Minuten abgeliefert. Wir hätten den Sieg verdient gehabt, aber so schlug mir halt so ein unglückliches Tor. Es war das tragische Ende einer hochspannenden Partie. Fabian Guderitz und sein unerklärlicher Fehler zum 2:2, kurz vor Schluss. Ich glaube, ich habe die ganze Nacht gerätselt, was da in den Kopf vorging. Im Endeffekt waren es, glaube ich, 5 Gedanken gleichzeitig. Nach dem Motto, wo der Ball hochgegangen ist, dachte man, okay, gut, den Faust ist jetzt einfach mal weg, sicher ist sicher. Dann hast du gedacht, okay, so hoch ist er ja gar nicht gegangen. Vielleicht kannst du ihn doch noch fangen. Im Nachhinein habe ich mir eher die Vorwürfe gemacht, dass ich nicht nochmal den Kopf hochgenommen habe und gesehen habe, okay, da ist jetzt kein Spieler von Ferl und machen einfach vor der Brust fest. Oder, keine Ahnung, lenken übers Tor drüber oder irgendwo anders hin. Aber halt nicht so, wie es jetzt gelaufen ist. Ein Schockmoment, auch für Wolfgang Wolf und Torwarttrainer Kischko. Fassungslosigkeit, da muss er doch die Hände hinter dem Ball haben. Am Tag danach demonstrative Rückendeckung. Ich habe ihn heute Morgen wieder aufgerichtet, aber die komplette Mannschaft hat ihn aufgerichtet. Und das macht die Mannschaft aus. Ja? Wenn jetzt viele meinen von außen, wir müssten den Torwart wechseln und sie wissen alles besser, dann sind sie schief gewickelt. Fabi wird spielen, der hat unsere Unterstützung und auch die volle Überzeugung, dass er uns helfen kann. So bitter das Spiel endete, so aussichtsreich hatte es begonnen. Patrick Wolf mit der frühen Führung. Der Sohnemann trifft, der Papa jubelt, lock früh auf Kurs. Was es wert ist, ich hoffe, ein Tor zum Aufstieg auf jeden Fall mit. Unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff einer der wenigen Momente, in denen Lok keinen Zugriff auf Ferl bekommt. Schikowski zieht durch und trifft zum Ausgleich. Es ist kein Abseits, Torschütze Wolf mit der 14 rückt einen Moment zu spät raus. Außenverteidiger Berger kommt dann nicht mehr hinterher. Berger hatte zu diesem Zeitpunkt bereits mit Adduktorenproblemen zu kämpfen. Er hätte es sollte früher anzeigen, er wollte sich noch in die Halbzeit schleppen, aber das war das falsche Signal von ihm. Aber da sage ich auch nichts, da reiße ich ihm auch nicht den Kopf ab. Top-Torjäger Steinborn, von vielen in der Startelf erwartet, war zunächst nur am Rand aktiv, mit grimmigem Blick. Ich hatte eine Menge Wut im Bauch und das hat mir Herr Wolf kurz vorm Spiel nochmal gesagt, dass er hofft, dass ich Wut im Bauch habe. Ich soll ihn nicht zu sehr beleidigen, wenn ich ein Tor mache. Zur Pause kam er für Berger und schlug sofort ein. Steinborn bietet sich an, Steinborn geht in die Mitte, Steinborn zieht ab. Ja, Matthias Steinborn! Was für ein Wechsel! Steinborn mit dem Finger vor dem Mund. Keine Beleidigung, nur ein langer Blick zum Trainer. Und der liebt es, wenn ein Plan funktioniert. Ich bin eigentlich mit Steini im Reinen. Ja, das ist so ein Spieler, den liebe ich. Ja, den muss man auch kitzeln. Und mein Plan ist eigentlich aufgegangen bis zur 90. Minute, das ist klar. Ich werde mir wieder was einfallen lassen da oben. Ich werde jetzt noch nicht sagen können, wie wir aufsteigen. Aber Steini ist mit Sicherheit ein Kandidat für die erste Elf. Im Rückspiel müssen sie unbedingt treffen. Vorteil Ferl. Trotzdem hat Lok Eindruck hinterlassen. Man hat heute gesehen, dass Lok eine Mannschaft ist, die immer gefährlich sein kann. Jeder Ball von hinten rausgeschlagen, landet irgendwo bei uns vorm 16er. Jeder Einwurf wird scharf gemacht. Da müssen wir höllisch aufpassen, die ganze Zeit. Also ich würde nicht sagen, dass wir jetzt schon durch sind. Ganz und gar nicht. Zumal Ferl aufgrund des Corona-Lockdowns nicht zu Hause antreten darf. Gestern gab der DFB den neuen Spielort bekannt. Auf der Bielefelder Alm, wo sonst die Arminia ihre Aufstiege feiert, fällt am Dienstag die Entscheidung. Ich kann die Aussage natürlich verstehen, dass man vielleicht von Leipziger Seite sagt, ja, es spielt doch keine Rolle, wo man spielt. Es ist ein Geisterspiel, aber so ist das natürlich nicht. Also heute hat man auch gesehen, dass die Mannschaft von Leipzig sicherlich auch den Platz kennt, hat sehr oft auch trainiert. Und wir haben auch in den letzten Wochen bei uns immer im Stadion trainiert, haben uns auf den Platz eingestellt. Wir wissen die Begebenheiten zu nutzen. Und wenn wir jetzt in ein anderes Stadion gehen müssen, ist das ein zweites Auswärtsspiel. Das ist sicherlich ein ganz klarer Nachteil. Lok will das nutzen. Nach der gestrigen Regenerationseinheit hat die Mannschaft heute frei. Schon morgen früh geht es nach Ostwestfalen ins Sporthotel Klosterpforte. Während der WM 2006 Quartier der portugiesischen Nationalelf rund um Figo und Cristiano Ronaldo. Beste Bedingungen vor dem wichtigsten Spiel seit der Neugründung.
Wir wollen Sonntag losfahren ohne Hektik, da ist nicht so viel Verkehr wie montags. Da werden wir da oben noch eine Trainingseinheit machen, schön regenerieren, Dienstag noch, Dienstag uns gut vorbereiten auf das Spiel, montags regenerieren. Also wir sind gut vorbereitet. Dieses Team könnte Großes leisten. Lok Leipzig will nach 22 Jahren zurück in den Profifußball. Noch 3 Tage bis zum Finale.